beste Begrüßung. Okay. Von neu. Echt jetzt? Okay, starten wir von neu. Ja. Tschüss. Hallo. Das Video hat schon begonnen. Upsi. Von neu. Okay, hallo. Und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder einen Special Guest mitgebracht. Und zwar ist es an meine Freundin vom Kanal Creative Magic. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kanal auch abonniert. Ich packe euch den Link von ihrem Kanal unten in der Beschreibung. Ja. Und ja, eigentlich haben die Step 6 damit zu tun, aber egal. Und ja, auf meinem Kanal haben wir mit Dagis Creative Tipps ein Video auch mit Schokoladen-Challenge gemacht. Ihr könnt auch schauen. Und ja, heute werden wir auch ein Challenge machen. Ja, und zwar, jede von uns hat auf einen Zettel Aufgaben geschrieben. Also, ja, da drinnen sind die Zettel mit Aufgaben. Ja, wow. Und wo ist das dritte? Ach, hier ist der dritte. Und jeder von uns zieht abwechselnd. Und dann schauen wir mal, welche Aufgaben du für mich hast und welche ich für dich habe. Ja, ich bin sehr gespannt. Okay, auf Schere, Stein, Papier. Wer gewinnt? Der beginnt. Ja. Schere, Stein, Papier. Okay. Du beginnst. Ich beginne. Interessant. Oh. Schrei ins Fenster so laut wie möglich. Hier ist mein Song. Und rassel dann mit deinem Rasselstift und sing ein Lied laut. Und das ist ihr Rasselstift. Aha, aha. Und was für ein Lied soll ich bitte singen? Ja, irgendwie so was. Du, 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 oh mein Gott. Irgendwie ist das so etwas. Okay. Okay, das heißt, Fenster ist offen. Hier ist diese Tür. Ja, also das Fenster ist offen und hier ist mein Rasselstift. Ja, und? Okay. Hier ist mein Song! Und jetzt wirf den Stift runter. Nein, das stand nicht auf der Aufgabe. Ja, okay, machen wir das Fest dazu. Okay, sie hat das gemacht. Ja, es war echt komisch. Okay, jetzt muss ich ihre Box aufmachen. Okay, jetzt zieht sie von mir eins. Ich habe ihr eins genommen. Und da steht, du musst aus dem Balkon so laut wie möglich schreien. Abonniert alle Tages kreative Tipps. Das ist voll ähnlich, was wie du mir gegeben hast. Nur halt sollst du aus dem Balkon schreien und ich sollte aus dem Fenster schreien. Balkon? Soll ich jetzt zum Balkon? Ich hab gedacht, da. Nein, du sollst aus dem Balkon schreien. Okay. Ja, wir sehen uns später. Okay. Ich muss jetzt schreiben. Da ist Urschwind, wenn ich runterschaue. Abonniert alle Tages kreative Tipps! Und ja, ich habe es gemacht und ja. Ja, also meine Freundin hatte recht, ja. Abonniert alle Darias kreative Tipps. Und meinen Kanal auch. Ja. Okay, jetzt muss sie von mir ziehen. Okay, ich bin gespannt. Ich denke, ich weiß was. Ja, du hast das. Bastle etwas für 5 Minuten mit 5 Materialien, die ich dir gebe. Okay. Ich muss etwas in 5 Minuten basteln mit 5 Materialien, die sie mir gibt. Ja. Und die Zeit werde ich auf mein Handy stopfen. Okay, also gib mir 5 Materialien. Okay, ich habe ihr 5 Materialien. Sie muss etwas aus einem Eisstab, aus solchen Gummiringeln. Das sind so Lumenbänder. Ja, das sind 2 Ingredienzien, dann aus Wäschetape, aus diesem Draht und aus diesem Sackel etwas machen. Das sind 5 Materialien und hier ist die Stoppuhr mit 5 Minuten. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen kann. Okay, bist du bereit? Ja. Auf 3. 1, 2. Du darfst keine Schere benutzen. Ja, aber jetzt ist... Ja, das ist auch ein Material. Echt jetzt? Ich wollte es nur abschneiden. Ja, nein, ja. Ja, gut. Bist du jetzt bereit? Ich hoffe schon, ja. Okay, 1, 2, 3. Dann reiße ich es halt eben ab. Okay, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Habt ihr eine Ahnung? Wenn ihr wisst, was ich mache, dann schreibt es in die Kommentare. Ja. Aha, ich weiß, was ich mache. So. Aber es sollte schon etwas sein, was man so... Ja, ich weiß, ich versuche es halt gut zu machen.
Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Oh, wieso darf ich keine Schere benutzen? Ja, weil es doch nicht egal ist. Oh Mann! Armes Plastiksacker. Ich könnte es noch benutzen, aber jetzt nicht mehr. Noch 3 Minuten und so 64, 46. Aber ich denke, du wirst es schaffen vielleicht. So, es sieht so mal nicht so schlecht aus, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Okay, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Ein Eis? Ja. Etwas anderes ist mir nicht eingefallen, als ich dieses Plastikding gesehen habe. Ich meinte, als ich diesen Und Holz... Ist es so wie ein Deko? Ich versuch's. Es sollte eine Funktion haben. Was meint... Nee, das stand nicht auf deiner Aufgabe. Ich soll etwas machen. Also eine Funktion für Deko. Ja. Okay, ich bin schon so weit. Ich finde, es sieht nicht so schlecht aus. Ich schaff's locker. Ich habe noch 3 Minuten oder so, oder? Ich glaube schon. Na, ich habe noch 2 Minuten. Wartet. Oh, wo ist das? Aber fast 3 schon. Ich dekoriere es noch mit Washi-Tape. Da. Ah, ich weiß, nein, das tue ich weg. So. Okay. Ja, es soll halt Ding. Ich versuche es halt zu verzieren. Und noch den Holzstab. Na, das nicht. Ich versuche es, damit es aussieht wie ein echtes Eis. Aber es sieht nicht. Es schaut so aus, als ob man ein Küken getötet hat. Es hat einen Spieß draufgesetzt hat und dann hat es mit Washi-Tape oder also sagen wir so, dass das Washi-Tape irgend so ein Sauce ist oder und dann es drauf gespießt hat. Ich bin eigentlich schon fertig. Ja, also. Es sieht zwar nicht schön aus, naja, ist zwar nicht das Beste. Also die Funktion ist wie ein Deko. Ja, also. Also man kann zum Beispiel vielleicht in die Pflanzen. So. Sieht sehr schön aus. Ja, es sieht auf jeden Fall sieht so aus bei mir. Geil. Mein Eis. Lecker. Ja. Okay, jetzt muss ich von ihr eins nehmen. Okay. Und das ist bei ihr das letzte. Nein, das vorletzte. Ah ja, stimmt. Ich schreibe eine Geschichte in 50 Sekunden. Da steht das, kannst du ja auch lesen. Und ja. So, hier ist ein Blatt Papier, beleg deine Geschichte und ich stoppe auf deinem Handy die Zeit. Warte, ich muss überlegen, über was ich schreiben will. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Zehn, neun, acht, Ende. Sieben, ja, okay. Okay, diese ist wirklich scheiße. Tja, es lebte einmal ein Einhorn. Es war glücklich und bunt. Was hab ich da geschrieben? Und er traf immer seine Freunde. Ende. Wow. Ich wollte, denke ich, uns schreiben. Ich habe hier Wow. Okay, aber ich hab's gemacht. Ja, okay. Jetzt ziehe ich von dir. Ja, warte, ich mische dieses eine Kärtchen. Wow. Ich hab vergessen, was ich da drauf... Ah, ich weiß. Zeichne etwas... Von deinem Schreibtisch? Mit geschlossenen Augen. Und ich errate das. Aha. Ich soll etwas zeichnen, was auf meinem Schreibtisch steht, oder? Und du sollst es erraten. Ja. Mit geschlossenen Augen muss ich zeichnen. Warte, ich zeichne. Alles, was... du kannst alles aussuchen, was hier ist.
Darius Creative Tipps ist jetzt aufs Klo gegangen. Und abonnierst unser Kanal. Darius Creative Tipps wird es unten bei der Beschreibung geben. Ein Link von meinem Kanal und von meinem Schoko-Challenge, wo wir mit ihr gemacht haben. Das müsst ihr 100% euch anschauen. Das ist wirklich geil geworden. Und ja. Also sie muss jetzt irgendetwas, was sie am Schreibtisch hat, zeichnen und ich muss es erraten. Und erratet es mit mir und schreibt es dann auch in die Kommentare. Wir sind gespannt, ob ihr es erratet. Und hier geht's jetzt gleich runter und abonniert ihr Kanal und gebt ein Like auf dieses Video, dass wir wissen, ob ihr so ein Format von Videos gefällt. Und geht es dann in die Beschreibung. Sie wird dann einen Link lassen. Und geht es auf meinen Kanal und dann abonniert es auch. Tschüss. Okay, sie kommt. So, schon. Da bin ich wieder. So was. Sie war am Klo. Ja. Okay, jetzt muss sie es Ja, was soll ich zeichnen? Wartet. Okay, fang an und ich muss es erraten. Okay, schließ jetzt die Augen. Glaubt zu mir, ich schließ die Augen. Meine Freundin beobachtet mich eh. Und sie sieht, ob ich schummle. Ja. Okay. Was ist das bitte? Was ist das? Eine Flasche. Ja, richtig. Wow, sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Aber eigentlich schaut es eh. Ähnlich. Naja, wie soll ich sagen? Aber schau, das ist oben und du hast die Punkte hier ja, unten. Ja, ich hab's hier mit geschlossenen Dingen. Ja, auf jeden Fall. So sieht mein Meisterwerk aus. Meine Flasche. Wie denkst du, würdest du erst erraten, dass es eine Flasche ist? Ich wusste sogar nicht, dass die Flasche da oben steht. Echt ich jetzt? Dachte, hä, warum ja, die Flasche stand auf meinem Schreibtisch. Ja, sie war irgendwo dort in der Ecke und ich hab's nicht gesehen. Okay. Aber sie hat's gemacht und jetzt muss ich das letzte für heutiges Video aufmachen. Und ich bin gespannt, was da steht. Ich gebe dir Materialien. Oh, wir machen voll die ähnlichen Aufgaben. Und du musst in einer Minute mit denen was basteln. Ich habe dir 5 Minuten gegeben. Alter. Ja, ich gebe dir 1 Minute, das ist noch extremer. Okay. Okay, ich habe ihr auch 5 Materialien gegeben. Mhm. Und zwar eine Schnur. Und sie ist da bei den 2 Kanten verbunden, also ja. Ja. Ein Stück von einem Stoff. Der sich so dehnt. Ja, eine Schere. Klebeband und ein Stiel vom Chupa Chups, also von einem Lolli. Ich habe keine Ahnung, was. Darf ich ein bisschen ausprobieren? Und du musst. Na, aber das muss ich in 1 Minute ausgehen. Du kannst dir was überlegen, aber in 1 Minute musst du es schaffen. Ja, ich überlege gerade. Aber du darfst jetzt nicht anfangen zu basteln. Ja, und auch nicht ausprobieren. Ich habe eine Idee, aber sie wird ein bisschen komisch sein. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, in 3, 2, 1, los. Du wirst es nie erraten, was ich mache. Alter, diese Schere ist noch stumpf. Kann sie nicht. Ja, ich weiß, die ist schon etwas älter. Ah. Jetzt muss ich... Wo ist eine? Oh, in 1 Minute. Alter, sie ist fast aus. Noch 40 Sekunden. Trotzdem. 38, 37, 36. Okay, so jetzt. Okay, sie ist fertig. So. Und was ist das? Was ist das? So. Man sieht es nicht. So ist es. Was ist das? das hängt man so auf. Und da ist ja dieses Texon, die fliegen können, dann sich da verhängen. Wow. Ja. Besser habe ich nichts. Ja, das sind unsere 2 Basteldinger, die wir heute gebastelt haben. Also, dass wir Fliegen fangen. Ah, ich habe mich verhängt. Schau. Ich fange dich. Komm. Nein, ich mache dir schönes Eis. Ich habe dich gefangen. Das funktioniert. Wow, dann natürlich, das klebt ja. Okay. Also fliegen wir das fangen? Ja, vielleicht. Ich glaube eher nicht. Probieren wir es heute aus?
wenn eine Fliege da dran kommt, aber ich glaube, das geht ja nicht. Aber trotzdem. Okay. Hier ist es jetzt eine Fliege. Auf jeden Fall kann man es aufhängen, um es etwas zu verschönern. Ey, mach nicht meine Kamera schmutzig. Warte. Nein, lass das! Warte. Das ist jetzt voll schlecht, wenn du das Dick so auf die Kamera machst. Okay, egal. Auf jeden Fall hoffen wir, dass dieses Video euch gefallen hat und dass wir euch gut unterhalten konnten. Ja, wenn ihr noch Ideen für Challenges habt oder sowas. Oder ein Einhorn! Oder was wir noch machen könnten, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde mich auch wirklich. Ein Einhorn! Lass mich ausreden! Ich würde mich auch sehr gerne freuen, wenn ihr mich abonniert und dann hier auf Like klickt. Ja, und bis später! Tschüss!